Ja, hallo und willkommen zurück zu diesem Let's Play. Wir sind ja noch auf der Datacron-Suche. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, da freue ich mich drüber. Jetzt, heute befinden wir uns auf Ort Mantelk. Wiederum ein Anfangsplanet. Und ich bin mal mein Jedi hier, mit der Deneira. Und die wird euch dann hier die ganzen Datacrons zeigen, wo ihr sie finden könnt, für euren Meister sozusagen. Wir schauen mal kurz auf die Map. Ja, das Ort Mantelk ist ein Kriegsgebiet. Also, es gibt hier drei Datacrons. Einmal hier, an der Stelle. Dann gibt es hier eins, an der Stelle. Und einmal hier oben auf diesem Berg hier. Das ist ein H2-Gebiet, ist das. Da gibt es das dritte. So. Und ich würde mal sagen, wir fliegen erstmal zum Dorf Ordaram. Oradam und holen jetzt mal hier dieses erste Datacron hier. Ich bin hier auch schon am Flugpunkt. Ja. Ich grüße Sie. Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. Ja, danke. Dann werden wir mal hier hinfliegen. Passen Sie auf sich auf. Machen wir. Bei dem ersten Datacron, was wir uns gleich holen werden, da müsst ihr aufpassen, wenn ihr wirklich noch am Anfang eurer Karriere steht, als Soldat zum Beispiel hier, oder Freibeuter, wie gesagt, das ist ein H2-Gebiet, da sind die Gegner schon ein bisschen stärker. Und wenn ihr euch das alleine zutraut, dann macht es lieber in der Gruppe. So, ich nehme jetzt mal meinen Gleiter hier. Bevor ihr dann da drauf geht. Wenn ihr hochleveliger seid, zum Beispiel hier, der Naira, die ist zwar auch erst Level 26, aber pff, für die ist kein Problem mehr. Deswegen nehme ich sie auch noch bei den kleinen Planeten. Man sieht es, da kommt von ihr aus. Seht ihr es hier? Da oben ist es. Man kann es schon glimmen sehen von Weitem. Seht ihr das? Ja, da gehen wir als erstes hin. Ich nehme am Anfang noch die Deneira, weil sie ist jetzt 26 und damit sie auch mal eine Präsentation hat und sich mal präsentieren kann, macht sie jetzt die kleinen Planeten hier, bis er nicht mehr geht. Und dann kommen die größeren dran. So, ihr seht es, da oben ist es. Man kommt aber jetzt nicht von jeder Seite ran. Mal gucken, ob wir schon von hier aus schon ran können oder ob das von hier aus nicht geht. Vielleicht sollen wir mal vom Spook mal runtergehen. Aber ich glaube, von hier aus geht es noch nicht. Ich guck mal nach. Nein, das geht hier nicht. Okay, ich weiß auch, von wo es geht. Dafür müssen wir noch wieder aufsteigen. So. Hätte sein können. Also. Da oben ist es. Wenn ihr die H2 annehmt, dann landet ihr genau an dieser Stelle hier. Genau wo ich jetzt stehe. Da würdet ihr dann praktisch dann erscheinen. Und dann einfach hier lang. So, wir machen uns das jetzt einfacher. Wir tarnen uns. Aber ihr seht ja den Weg, wo wir lang müssen. So. Hier als Orientierungspunkt ist DK9. Da könnt ihr auch eine Quest abgeben sozusagen. Mit dem braucht ihr nur quatschen. Wir gehen jetzt hier geradeaus weiter. Und dann hier einfach den Berg hoch. Seht ihr das? Ich zeige mal auf der Map, wo das ist. Hier oben an der Stelle gehen wir den Berg hoch. Und dann können wir hier praktisch drüber weglaufen auf die Inselmitte sozusagen. Da ist ein Häuptling, der kann uns nicht interessieren. Der sieht uns sowieso nicht. So. Wir können es auch mal wieder enttarnen, damit ihr mich seht. So. und dann brauchen wir nur noch hier hochlaufen.
Wir hören es schon. Da ist es. Fällt mir da nicht rein in den Schlot da. Das erste Datacron. So, ich kann natürlich nicht mehr drauf zugreifen, weil ich alles schon habe. Nur da, wo jetzt noch so ein Matrix-Schlüssel drin ist, die kann ich öffnen noch. So, das war jetzt Nummer 1. Ich zeige euch nochmal auf der Map, wo wir genau stehen. Genau hier, seht ihr das? Genau in der Mittelinsel. Inselmitte. Mittelinsel? Was für Deutsch. Scheiß. So, jetzt nehmen wir die nächste Position ein. Ich bin sofort wieder für euch da, in einer Sekunde. So, da bin ich wieder. Ich stehe wieder an derselben Stelle wie eben, damit ihr wieder so einen Anhaltspunkt habt, wo wir starten. So, ups. So, den haben wir uns jetzt geholt. Gehen wir jetzt mal zu diesem Datacron, was hier vorne ist. Hier ist so ein Vulkan, so ein erloschener Vulkan. Naja, ganz erloschen ist er nicht, aber da müssen wir nicht rein. Das ist später die, finden später die Endquests auf Ort Mantell statt. Deswegen müsst ihr da sowieso irgendwann in die Richtung laufen. Und wir brauchen dann praktisch nur hier nach Hülum, hier um zu laufen und dann dort irgendwie hin. Ich weiß nicht, irgendwo hier war das, glaube ich, gewesen. Aber das sehen wir gleich. Wir fliegen jetzt zu diesem Punkt, Flugpunkt hin. Vulkanbasisgleiter. Vulkanbasis gefährlich. So. Erinnerung, mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen. Ja, sicher da. Wir haben nur Geschäfte vor hier. Unser Geschäft heute ist Datacrons einsammeln. Alles für den Dackel, alles für den Klopp. So, da kann ich bestimmt unterwegs mal einen schnellen Kaffee trinken. Ach, lecker, lecker. Muss auch mal sein, ne? Bin auch gleich schon da. So, Vulkanbasisgleiter, wunderbar. Ich hab Post. Ah. Gilden Flaggschiffe. Ja, immer her damit. Umsonst ich die immer. Ja, die kriegt man nicht umsonst. Die sind so sau teuer. 60 Millionen, glaube ich, ne? So, warte mal. Imperial Banner. Komm her mit diesen Rep und Imp Banner. Sehr schön. Ja, dann können wir auf unseren schönen Gleiter mal wieder aufsteigen hier. Dumm, dumm. Einfach nur den Weg hoch hier. Ja, ich fahre jetzt ein bisschen komisch. Nein, wir müssen nicht den Weg hoch. Kommando zurück, Leute. Wir müssen nicht den Weg hoch, sondern wir biegen jetzt hier ab, runter zum Strand. Hier stehe ich jetzt. Nein. Genau hier runter zum Strand. Wir machen einen Strandausflug mit den Kindern. Und einfach nur hier den Strandverlauf folgen. Die Landschaft genießen. Ein paar Razzoron dabei zuschauen, wie sie am Kacken sind hier. Da haben wir es gleich schon, das Datacron gefunden. Wir werden es erst nur hören und nicht sehen. Weil das ist hinter so einem Felsen. Die denken, wir sind doof und sehen das nicht. Hier ist es. Zack. Nummer 2. Ich zeige euch die Stelle, wo wir stehen. Genau hier. Seht ihr das? An der Stelle. Da ist das zweite Datacron. So. Pause von einer Sekunde. Und dann sehen wir uns sofort wieder. Und dann geht's weiter zum dritten, zum letzten. So, Leute. Wir sind wieder am Ausgangspunkt. Und holen uns jetzt den dritten und letzten Datacron. Ich zeige euch nochmal auf der Map, wo das Ding ist. Und zwar genau in dem Bereich hier ist das. Da laufen wir jetzt hin. Die Manettinsel. Da müssen wir hin. Dann nehmen wir auch diesen Flugpunkt dann hier. V
Falkhorst Gleiter. So. Shay ist auch wieder mit am Start. Ich grüße Sie. Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. Ja, danke. Wir nutzen mal die paar Sekunden und trinken noch mal einen Kaffee. So, Falkhorst Gleiter, wir sind angekommen. Von der Dame kriegt man auch so eine ganz tolle Quest, also ich finde die Quest toll hier, von Lamala. Die sucht ihren Reporterkollegen da auf der Insel. Der hat irgendwie irgendwelche Filmdaten, die ganz wichtig sind. Kriegsberichterstattungsdaten, um ihren Kumpel da. Da stellt sie sich nicht drum, die will nur die Daten haben. Das ist so geil. Ah, ja, ja. Ja, kriegt's mir ja auch irgendwie, ne? Ah, die finde ich lustig, die Quest, die gefällt mir. So, warte. Hier jetzt. Wir müssen jetzt dort lang. Seht ihr da, das ist die abgebrochene Brücke? Da unter durch. Aber warte mal, ich zeige jetzt mal, wo wir sind hier. Genau hier. Seht ihr das? Da lang und hier irgendwo muss das Datacom liegen. Ist ja auch schon ein bisschen was her, wo ich hier gewesen bin. Bei dem Datacron. Das ist schon echt ein paar Jahre her, aber komischerweise weiß man das irgendwie noch. Wieso? Wahrscheinlich, weil was das erste große Abenteuer war, was man damals hier erlebt hat. Da ist es auch schon. Oh, da ist eine müde Geisel drin. Tut mir aber leid. Das Ding wird bewacht hier von einem Captain. Von einem Goldie. Ja, ich sag mal so, selber schuld. Was bewacht er das auch? Bleibt unten! Ja, was? So, wir haben die Wache mal befreien können, die ist abgehauen. Richtig so. So, Nummer 3 hier. So, das war Datacron Nummer 3. Ich zeige euch nochmal genau auf der Map, wo wir genau stehen. Genau an der Stelle. Legendärer Spieler bin ich. Ah, okay. Sicher jetzt erst. Genaira, legendärer Spieler. Stufe 26, Jedi Schatten. Oh, okay. Also, da bekommt ihr das dritte und letzte Datacron. Auf Ort Mantell. Wie dramatisch die Musik jetzt gerade ist. So, ich hoffe, denjenigen, der das hier noch nicht kannte oder die unbedingt brauchte und nicht wusste genau, wie er da hinkommt, obwohl das hier auf diesem Planeten recht einfach ist, man braucht nur hinlaufen. Ich hoffe, es hat geholfen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Diese kleine Unterhaltung hier. Und wir sehen uns morgen dann wieder. Dann geht es wieder auf den nächsten Planeten. Und bis dahin wünsche ich noch einen schönen Tag noch, schönen guten Morgen, schönen guten Abend. Daumen hoch, wenn mal klasse, oder einfach mal einen Kommentar. Würde ich mich echt drüber freuen. Euer Rode, bis zum nächsten Mal. Ciao.